Moin Moin Leute und willkommen zu dem 30. Stamina Guide von der Frankie Insel, auch der Perverts Attitude Insel genannt, ja, unter manchen Leuten, die einfach die Insel mit dem richtigen Namen aussprechen. Aber okay, wir gehen in die 30 Stamina Version mit einem relativ einfachen Team. Ist jetzt ein Rare Recruit Team, aber falls ihr sonst, also Rare Recruit, naja, es gibt viele Rare Recruits, die einfach dafür haben können. Es gibt auch viele, die diese Insel relativ einfach schaffen. Ich sag X-Drake. Ja, X-Drake ist ein gutes Beispiel. Ray, falls ihr den habt. Ja. Dann hier Towel Nami, Vista. Crocodile, den kann man sogar farmen. Ist auch, damit kann man das auch locker schaffen, mit, wenn man den als Captain hat. Alles, was halt einen guten Attack-Multiplier gibt auf einem In-Team, ist gut. Alles andere ist relativ optional. Wenn ihr eine Robin habt, packt sie ruhig rein. Ist ein guter, ist einfach ein ganz sehr, sehr guter Orb-Booster, beziehungsweise ATK-Booster. Naja, das mit Orbs, das ist natürlich auch nochmal Nami. Nami hat natürlich den Special-Effekt auch noch, dass sie gelbe Orbs, also Psy-Orbs in Int-Orbs machen kann, was natürlich auch ein relativer Vorteil ist. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich denke aber, ihr habt hoffentlich irgendeinen von diesen Leuten bei Hand und können ihn irgendwie für diese Insel benutzen. So, dann natürlich die Bro Superpower, die 30 Stamina. Und ich nehme einfach nur aus der Sicherheit, einfach nur um HP zu haben, aber auch den Damage zu haben. Auch wenn ihr nur, keine Ahnung, nur, was heißt nur Crocodile, ne? Aber auch wenn ihr einen ATK-Booster, einen Int-ATK-Booster mal 2 habt, dann könnt ihr auch einfach gucken in eurer Franchise-Liste. Da ist hoffentlich jemand, der ein Vista hat. Und zwar scrollt ihr runter und dann sucht ihr einfach euch, dann geht ihr durch die Liste, bla 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 bla, und dann seht ihr, hey, der höchste Vista ist jetzt wie hier Max, ne? Nehmen wir mal den und dann würdet ihr die nehmen. Wie gesagt, falls er keine der Max ist, nehmt ihr einfach das höchste Level. Auch das wieder relativ einfach. So, Vista hat einfach nur den Effekt, doppelt die Int-ATK und die Int-HP. Das ist sehr, sehr gut, weil wir, wenn wir doppelt Towel Nami run würden, einfach zu wenig Leben haben. Was sich festgestellt hat. Also das kann wirklich dann ins Auge gehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Insel und zum Start des Ganzen. Also, hier erstmal nichts stallen. Wie gesagt, hier gibt es auch nicht groß was zu stallen. Wir können noch eine extra Runde bei der Priesterin, beziehungsweise, wie soll man es denn nennen, bei der Nonne, einfach rausholen. Die volle 13 Runden werdet ihr nicht zum Ablaufen bringen können, weil sie hat einfach so wenig Leben, ja. Auch hier gibt es nichts groß zum stallen. Ihr braucht halt wirklich entweder eine Turtle oder einen Pinguin. Hier habt ihr eine Turtle. Das Ding ist, wollt ihr wirklich stallen? Und die zweite Frage ist dann natürlich auch wieder, müsst ihr überhaupt stallen? Meiner Erfahrung nach braucht man eigentlich überhaupt nicht stallen. Aber ich mach's einfach immer. Ist immer ein bisschen Übung, weißt du, irgendwann, wenn wieder ein Raid-Boss da ist, dann müsst ihr richtig stallen können. Was ich euch auch noch empfehlen könnte, was ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht habe, einfach nur, weil ich, weil ich so das In-Team da hatte, einfach anstatt Sergeant Helmipo und Mr. 3 reinnehmen, so kriegt ihr noch eine extra Runde am Ende draußen. Aber im Endeffekt braucht ihr das auch nicht. Ist eine relativ einfache Insel, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst bei dem ersten Erscheinen konnte ich sie schon auf 30 Stamina machen. Also, oh hey, wir haben sogar die Sisters hier, die ja nicht wirklich seine Sisters sind, ne? Also er hat sie ja aufgegabelt, als sie aus den, aus den netten Nachtclub rausgegangen sind und deshalb. Aber hey, ihr wisst, wie ich das meine. Zack. Okay. Also, eine von den beiden droppt immer. Das ist nämlich der Secret Boss dieser Stage. Und da habt ihr sozusagen eine, 100% Drop-Chance von einem von den beiden. Entweder ist es natürlich, ich hieße Kiwi und den anderen bekomme ich jetzt aber nicht mehr auf der Reihe, den anderen Namen. Ja, wie gesagt, das ist alles Namenkenntnis 101, aber so gut kann ich mir merken, Namen nicht merken. Ich weiß nur den einen Namen, weil er relativ lustig war. Kiwi. Was ein lustiger Name. So.
auch hier wieder, hier kommen, hier könnt ihr noch eine Runde rausholen. Einfach ohne Damage zu bekommen. Macht es einfach so, dass ihr das gechillt machen könnt, ohne Damage zu bekommen, außer vielleicht mal von der Turtle oder so, weil die anderen, die machen schon Damage hier auf der Stage. Oder hier ist das Seepferdchen wieder eine gute Gelegenheit auszunutzen gleich. So, zack. Einmal noch angegriffen. Und hier geht dann nochmal eine extra Runde raus. Ich mache jetzt immer die Seepferdchen immer One-Hit, ganz einfach, weil ich zu viel Schaden habe in dem Moment dann wirklich, um da irgendwie größer was noch aussetzen zu lassen. Hier ist auch immer noch eine gute Store-Stage, falls ihr zum Beispiel für eure Robin noch ein paar Runden Cooldown braucht, falls ihr eine Robin habt. Oder falls ihr zum Beispiel für euer Mr. 3 noch ein paar Runden braucht. Wenn er Max Special ist, hat er zwar nur 9, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann könnt ihr hier noch ein paar Runden rausholen. Und das kostet euch nicht zu viel Zeit. Hier könntet ihr auch nochmal die Turtle einmal angreifen lassen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich schon alles, was ich brauche, auf Max habe. Eigentlich brauche ich nämlich gar nichts auf Max dafür. Okay, erste Stage von Frankie. Er macht euch jetzt erstes ein bisschen Schaden. Hier könnt ihr auch wieder stallen, bis ihr die vier Züge raus habt. Aber ich sag's ja, ich habe das nicht wirklich nötig gerade. Oder braucht das nicht für diese Teamkombination. Deshalb geht er einfach raus. Also, naja, ihr killt ihn einfach und dann geht er raus zum nächsten Bossfight. So meine ich das. So. Super! Strong. Yep. Da kommt schon mal der erste Reroll. Da kommt euch Towel-Nami nämlich gelegen. Und zwar macht sie natürlich die Psy-Orbs zu Int-Orbs. Also ich zeige euch jetzt mal die Kombi, die ich immer so benutze für den Abschluss der 30 Stamina-Insel. Das ist immer der Towel-Nami Reroll. Auch wie gesagt, habt ihr irgendwelche anderen Leute, die das Ganze, also die zum Beispiel Psy zu In-Offs machen. Falls ihr noch irgend so einen habt, dann benutzt ihn einfach hier auf der Endstage. Ist euch das nicht. Ist das so ein heftiger Vorteil? Jetzt benutzen wir nochmal Robin, das gibt uns auch nochmal einen ATK-Boost. Und das ist also hier schon wirklich Overkill, so viel braucht ihr nun wirklich nicht. Aber einfach mal zu Demonstrationszwecken werde ich das machen. Vista Special ist nicht so geil, deshalb könnt ihr den machen, könnt ihr es aber auch lassen. Also das ist wirklich euch überlassen. So, ihr seht schon, oh, da war jetzt Mist drinnen, das war jetzt aber ein Fehler von mir. Und ich, also wir, den hätten wir in der einen Runde fertig gemacht, ja? So, jetzt geht er noch einen kleinen Damage-Buff, das ist eigentlich ganz gut, dann kann ich euch nochmal die anderen Specials zeigen, wie viel denn im Endeffekt Damage sie machen. Also, wie gesagt, Vista ist natürlich 5000 Fixed Damage, da können wir nicht wirklich was dran ändern. Dann zu Crocodile, auch noch eine nette Special-Fähigkeit. Alles nicht nötig, ihr schafft das locker. Ihr macht jetzt nämlich keine 13.700 Schaden mit dem nächsten Mal angreifen, deshalb könnt ihr euch das einfach so auslegen. So, lasst ihn jetzt den Centaur Frankie rauslassen und dann so. Er gloomt wieder beide für eine Runde, was natürlich hier in dem Effekt sogar ein Vorteil für uns ist. Oder eigentlich kein Vorteil, sondern einfach uns relativ egal ist, weil er sowieso noch die hohe Rüstung hat. Ihr seht, wir haben jetzt auch sogar ein paar In-Ops noch dazu. Die brauchen wir jetzt aber nicht. Denn mit den normalen Angriffen hätten wir das auch so geschafft. Und ihr seht, der Damage kommt rein. So. Und da haben wir auch einen Frankie Drop am Ende nochmal drin. Also, es gibt viele Möglichkeiten, diesen Boss zu machen. Das Wichtigste ist, ihr habt einen Int-Captain, der eure ATK boostet. Und dann noch einen Vista. Oder falls ihr sogar doppelt einen Vista habt, falls ihr selber noch einen Vista habt, dann benutzt ihr einfach Vista und dann seid ihr noch. Ja, dann habt ihr. dann habt ihr so viel Leben, dann könnt ihr eigentlich schon fast gar nicht mehr verlieren. So. Ich denke, das war's. Relativ guter Run. Secret Boss da sogar mit drinne. Ohne den Secret Boss wäre es natürlich jetzt noch einfacher gegangen. Ne, also lasst euch nicht ermutigen. Ihr könnt das sehr, sehr gut schaffen. Auch mit einem Free-to-Play-Team. Ja. Mit einem ganz normalen gefarmten Team ist das auch sehr, sehr, sehr gut möglich. Ja. Also, ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Ich wünsche euch vor allem noch ein sehr, sehr gutes Wochenende. Ne, geht schön feiern, Leute. Ja. Also, bis dann und ciao!